So Leute, willkommen bei einem weiteren Let's Play von mir auf meinem YouTube Channel. Ja, wollen mal schauen, was uns jetzt so zum Ende hin erwartet. Wir sind wieder in einem neuen Bereich. Oh, hier gibt's was. Wir haben in der letzten Folge ganz gut abgestaubt. Ordentlich Missile Tanks eingesammelt und Geheimnisse gelöst. Einen neuen Anzug bekommen, der, wie man sieht, resistent gegen Lava ist und mit dem man sich unter Wasser gut und schnell bewegen kann. Ja, es neigt sich wohl dem Ende. Also mittlerweile ist das schon wesentlich einfacher, hier durchzukommen. Okay. Na? Hier kommen wir wohl erstmal nicht weiter. Oh, er scannt die Umgebung. Ein Mitroid wurde detected. Na denn. Oh, da ist er. Kleiner. Ja, vor dir habe ich jetzt auch keine Angst mehr. Na, wie ein Erdbeben. Anscheinend verschiebt sich jetzt auch die Plattentektonik. Na, kein Wunder. Ach! Jetzt ist Fels gelöst. Schüsse. Ah, wie fett ist das denn? Oh, krass. Was ist das denn? Omega Metroid. Oh, okay. Okay. Das ist auf jeden Fall die Final Stage. Okay, das ist die letzte Stufe von den Metroids. Ach Gott, der zieht aber auch nicht ab. Wollen wir mal schauen, dass wir den irgendwie packen. Keine Angst zeigen.
dafür müssen wir ein bisschen genauer zielen. Und bloß nicht in die Enge treiben lassen. Wollte ich ja nicht. Ja, der saß, sehr gut. Scheiße. Wieso werde ich nichts? Kann ich nicht damit was erreichen? Los, raus aus der Ecke hier. Stell ich mir vor, zwei von den Biestern, das schaffe ich niemals. Hält der so viel aus? Das war eine enge Nummer. Mal ins Logbuch reingucken. Ah, okay. Ein Search and Rescue Team. Super Missions. Ja, cool gemacht, ne? Tja, ihr seid halt einfach nicht so cool ausgestattet wie ich, Mann. Ich würde trotzdem mal gerne speichern. Weil das Vieh hat mir ordentlich was abgezogen. Dass sich das jetzt hier wieder gelöst hat. Wenn wir wieder zurückkommen. Ja, ja, ja. Können wir hier jetzt weiter? Jawohl. Na komm, Energie nehmen wir mit. Ja, was für ein krasses Teil, ne? Omega.
abspeichern, sehr gut. In den tiefsten Höhlen. In den Caves. Ah, jetzt wird's schlammig. Wirkt auf jeden Fall äußerst düster. Alpha, das ist der Gamma, Zeta und das ist Omega. Krass. Raum ist richtig. Wir suchen schon ein paar Super Missiles. Super, sehr schön. Damit treffe ich ihn natürlich auch nicht. Oder S. Jawohl, der saß. Puh, ich muss mal
kurz konzentrieren. Ich muss jetzt dieser Ecke da raus. Sehr gut. Also noch so ein direkt danach, das wird eine enge Nummer. Ich brauche die Super Missiles dafür. Schon ein richtiges Nest. Ne, also wenn jetzt hier auch wieder einer ist, dann... Ich versuch's. Wenn's ein bisschen hart wird. Super Missiles, aber 184 Schuss. Das könnte vielleicht was werden. Wow. Das wird nichts, das wird nichts. Man muss auch mal ehrlich sein und eingestehen, dass man es nicht packt. Wo war denn dieser Speicherpunkt? Ganz da unten? Na super, vielleicht gibt es da noch oben einen. Lass mich raten. Nee. Okay. Dann ist das so. Und hier? Ah, sehr gut, okay. So, und jetzt löschen wir einen nach dem anderen aus und dann passt das schon. Mir ist egal, was ihr jetzt denkt. Hier, manche spielen auf hart, extrem, ultra unschaffbar durch und werden nicht einmal getroffen. Scheiß drauf. Ich mach das so. Ja, genau. Und was ich nochmal sagen wollte, diese Umgebung. Ich bin der Meinung, das sah auch auf dem Super Nintendo so ähnlich aus. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. So, den ersten Treffer, den... Ja, Mann. Jawohl. Raus aus der Ecke, raus aus der Ecke. Raus aus der Ecke, verdammt. Puh. Ja, das ist ja gerade eben wesentlich besser.
Meine Güte. Okay, es ist soweit. Ich hab voll verkackt. So einfach. Man muss wirklich gezielt und ruhig treffen, ansonsten wird das nichts. So. Dann mal auf zum dritten. Also zwei von denen, das ist ja unmöglich. Kann ich nicht machen. Ich wüsste wirklich nicht wie. Meine Güte, das wird jetzt halt nach oben. Erinnert echt wie so ein... wie so ein Nest von Alien. Das hier so aus. Ja. Okay, das war schon mal sehr gut. Ja.
ist ja viel zu eng. Scheiße. Den einfach nur super gut getroffen. Okay. Kleines Erdbeben. So, verzeiht mir, aber ich muss hier erstmal zwischenspeichern. Nachdem ich jetzt die Omega-Dinger erledigt habe, muss das sein. So, dann gehen wir da oben mal hin. Gucken, was uns da erwartet. Ich bin so auf dieses Königin gespannt. Den Endboss. Auf den Endboss. Dränge ich hier schon so lange so richtig ins Nest vor. Bruthöhle. Merkwürdig.
versuche mal hochzukommen. Ich speichere mal durch. Der Sound kommt mir so bekannt vor. Rüber. Ach. Irgendwie erinnere ich mich. Schnappe ich mir gleich noch mal ein bisschen Energie, weil ich habe nämlich das Gefühl, es kommt hier gleich zum Endmatch. Das mit dem Metroid habe ich vollkommen vergessen, dass man die erstmal einfrieren muss.